lieben Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Even, das ist Rudi und das ist mein Vater Sven. Und wenn ihr wissen wollt, was bioaktiver Bodengrund 2.0 bedeutet und was das Ganze mit diesem ganzen Plastikkram zu tun hat, dann bleibt dran. Richtig, hast du jetzt doch gesagt? Ja, heute wie gesagt der bioaktive Bodengrund, da gibt es ja schon Unmengen Videos. Da gehen wir gar nicht so groß drauf ein, aber was ist 2.0? Ja, ich habe mir wieder was ausgedacht. Und zwar habt ihr euch bestimmt schon gewundert, da gucken wir gleich nochmal drauf, warum ich da dieses Rohr hinter meinem Baum unten bis zum Boden gelegt habe. Ich habe immer gesagt, das ist Belüftung, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Eigentlich möchte ich da noch eine kleine Innovation reinbringen. Und da, worum geht es da, wenn man einen bioaktiven Bodengrund aufbaut? Dann hat man ja unten als erste Lage immer so eine Drainageschicht, eine Tonkügelchen oder Lavasteine. Da sammelt sich dann das überschüssige Wasser, die Tonkugel und das Granulat sättigt sich und gibt die Feuchtigkeit wieder an den Bodengrund ab. Aber das überschüssige Wasser muss man halt immer irgendwie loswerden. Und da gibt es im ganz normalen Bau, der ein oder andere hat Glück, der baut sich gleich einen Bodenablauf ein, um das loszuwerden. Oder eben man baut irgendwelche Rohre ein, um das Wasser auszupumpen. Manche schneiden auch PET-Flaschen auf. Alles schon tausendfach bewährt und tausendfach gemacht. Aber ich gehe hier einen Schritt weiter. Und zwar mache ich mir da ja im Prinzip das Häuslebauen zunutze. Und da gibt es, wer sich da so ein bisschen auskennt, hat bestimmt schon mal was von hinterlüfteten Dachaufbauten oder hinterlüfteten Fassaden gehört. Ja, wie soll das Ganze vonstatten gehen und warum mache ich das? Ich bin eigentlich so ein kleiner Recycling-Fan. Ich habe ja gesagt, ich sauge oben in meinem Terrarium, da gucken wir gleich dann nochmal drauf, die warme, komplett trockene Luft sauge ich ab und werde die unter, also nicht hinterlüftet, sondern unterlüftet, unter meinen feuchten Boden führen und wieder raus. Ja, hört sich spektakulär an, ob das funktioniert, wird sich zeigen, wie alles hier, es wird ja alles ausprobiert. Wenn es nicht funktioniert, ist das auch ganz einfach wieder zurückzubauen, aber es kann nur funktionieren, weil so werden Häuser gebaut. Ne? Ja. So, dann gucken wir mal, wie habe ich das vor und wofür oder mit welchen Materialien mache ich das. Ich schnappe mir mal die Kamera. So, wie ihr hier seht, seht ihr den kleinen Even und Woody? Ich bin nicht klein. Genau. So, und unsere tolle Lampe. Also, ich werde den Aufbau, wie gesagt, im Endeffekt genauso machen, wie alle das machen. Nur als erste Schicht unten, da sehen wir dann, habe ich sogenannte Paddockplatten. Die hatte ich hier, man kann das sicherlich auch mit Abstandshülsen und Gittern machen, aber ich habe Paddockplatten, die habe ich ein bisschen modifiziert. Die drehe ich andersrum, das bedeutet, wenn ich die so hinlege, sind unten drunter überall Hohlräume, wo Luft durchfließen kann. Diese Paddockplatten kommen als erstes rein. Hier gucken wir gleich, in dieses größere Loch kommt mein Belüftungsrohr. Auf diese Paddockplatten kommt dann ein, jetzt wird es wichtig, ein Vlies, was eine, ja, wo die Diffusionsstrecke oder sagen wir mal so, wo das Wasser länger braucht durchzukommen, also es ist ein sehr dichtes Unkrautvlies, das kommt als nächste Lage hier drauf und hier drauf kommen dann der ganz normale Aufbau, die Tonkügelchen, über die Tonkügelchen kommt dann, ja, ich nutze hier so ein Fliegengitter, also deutlich größer maschiges Gewebe, dass das Wasser recht schnell in die Tonkugeln kommt. Dann hat das Wasser Zeit, sich in den Tonkugeln zu sättigen und das, was tatsächlich, wenn überhaupt, hier durch die Folie kommt, landet unterhalb, unter den Tonkugeln und wird dann regelmäßig mit dem Luftstrom wieder aufbereitet, gucken wir uns gleich an, und wird dann über so modifizierte Rohre, ich sehe das mal, so Rohre, die ich hier diagonal einstelle, wir sehen das nachher, wieder rausgedrückt. Zu diesem ganzen Kram habe ich natürlich auch einen Test gemacht, ob das überhaupt funktionabel ist. Wir gucken hier mal. Also, warme Luft, warme, komplett trockene Luft sammelt sich ja permanent hier oben, also nicht nur warme, sondern richtig warme Luft sammelt sich hier oben. Trocken, wird angesaugt, geht hinter meinem Baum durch und landet hier unten in einer Konstruktion, die gucken wir uns gleich an. Und um mal zu sehen, über was für Volumen wir hier sprechen, also ich habe hier so einen ganz normalen
Standard-Müllsack. Und wenn ich die Anlage hier nur 30 Sekunden anhabe, die Belüftungsanlage, ist dieser Sack schon voll. Wenn man sich hier die Fläche anguckt, das ist so etwas mehr als ein Quadratmeter, 3 cm hoch, wird also bei einer Belüftungszeit von 3 Minuten, habe ich mir vorgestellt, das Raumvolumen mehrfach durchspült. So, dann, wie gesagt, kommt die Belüftung. Wir gucken uns das Röhrchen gleich mal an, wir fummeln das gleich mal ab. Und dann kommt hier rechts und links jeweils in die Ecken kommen diese Rohre, die einmal dafür sind, die Luft natürlich auszudrücken. Zum Zweiten kann ich natürlich genau wie in jedem bioaktiven Boden auch das öffnen und wenn da zu viel Wasser ist, ganz normal mit einer Spritze und einer Kanüle das Wasser entfernen. Da hat sich nichts geändert. Und in der Phase, wo kein Lüfter läuft, kann die Luft von unten ganz normal auf normalem Wege, hier kommt einer hin, dort kommt einer hin und auch durch das Rohr wieder nach oben, kann auch da entweichen. Ja, was erwarte ich mir davon? Also einmal die Staunässe unten deutlich zu minimieren und natürlich, wie gesagt, durch diesen Recycling-Febel warme, trockene Luft hier runtergepustet, nimmt die Luftfeuchtigkeit unten auf und drückt sie wieder aus den Auslässen raus und habe somit hier unten auch gleich wieder luftfeuchte Luft und erwärmte Luft. Also quasi ein ganzer Kreislauf. Wir schauen, ob es funktioniert. Ich mache kurz die Kamera aus, dann zeige ich euch, was wir hier für ein Schnüffelstück gebaut haben und dann geht's weiter. So, hier nochmal, bevor es losgeht, der Blick auf dieses Ventilationsrohr. Ja, hier ist auch gleich nochmal eine Sprühdüse mit eingebaut. Wer sich das nochmal angucken will, hier oben ist nochmal meine Playlist verlinkt. Da kann man sehen, wie ich die Beregnung von der Firma MES verbaut habe. Auch ein schönes Video, schaut rein. Ja, dann habe ich hier, wie gesagt, dieses Rohrsystem. Dieses platte Rohr hier geht genau unten in diese Paddock-Platten, in die sogenannten. Der wird das Ganze dann rauspusten. Ich habe hier jetzt auch nochmal einen kleinen Videoclip. Ich hoffe, das funktioniert. Ist mit einem Handy gefilmt. Da sieht man mal, dass das Ganze innerhalb von 15-20 Sekunden so einen kompletten Müllsack aufpustet. Also wenn ich das Ganze 3 Minuten laufen lasse, dann sollte das hier unten einmal schön durchgelüftet sein. Ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. So, gut, die beiden Rohre sind eingeklebt. Ja, natürlich nicht schön, aber es hält. Ja, und jetzt verlege ich darüber das erste Vlies. So, die erste Drainagefolie ist drüber. Ja, es ist alles verkleidet. Das ist jetzt quasi die Auflage, wo die Tonkugeln drauf kommen und wo das Wasser, was dadurch diffundiert, vom Luftstrom hinterher mitgerissen wird. So, das Fußmassagebad ist fertig. Mehr wollten wir hier gar nicht bauen. Das ist nämlich gar kein Terrarium, sondern das ist hier ein Spa. Hier kommen nämlich noch Fische für die Fußpediküre rein und das hier ist ein Tretbad. Spaß beiseite. Das ist der erste Layer, so sieht das aus. Ja, wunderbar. Ja, machen wir mal weiter. So, jetzt habe ich hier die Tonkugeln mit dem Netz abgedeckt, damit hinterher das Substrat da nicht durchschlüpfen kann. So, weiter geht's. Jo, bevor wir das alles zusammenschaufeln, gucken wir noch mal, was ich hier verwende. Ich gehe jetzt da jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche
Verhältnismäßigkeiten, da gibt es so viele Anleitungen und jeder hat da andere Philosophien. Was habe ich gekauft? Ich habe Bleton, einen großen Sack, den verwende ich. Dann habe ich habe das im Video bei Tiny Venomous gesehen, die waren da sehr begeistert von. Ich werde es einfach ausprobieren. Ich habe dieses Schildkrötensubstrat genommen als einen Teil von FloraGuard, das werde ich mal ausprobieren. Hab nochmal so einen Coco-Mix-Sack noch mit dazu geholt. Hab noch Sphagnum-Moos, noch einen ganzen Sack dazu. Dann hier noch einen Sack Aktivkohle, um noch so ein bisschen Schadstoffe zu binden. Und Spielkastensand, ja, und aus diesen ganzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebinden werde ich meinen Bodengrund machen. Alternativ hatte ich noch überlegt, aus dem Wald vielleicht noch ein bisschen Bodengrund zu holen. Das werde ich sehen. Ja, ich denke mal, ich werde das Ganze jetzt zusammenbauen und wir sehen uns dann, ja, wenn es fertig ist, oder ich lasse noch einen kleinen Timelapse laufen. Okay, bis gleich. So, die erste Hälfte ist eingestreut. Ja, das Netz ist schön bündig an den Außenkanten, da sollte nichts durchlaufen. Ja, jetzt muss ich noch mal die andere Hälfte oder vielleicht ist es auch noch zwei Drittel, muss ich mal gucken. Hauptsache es reicht, wenn nicht, besorge ich mir noch was und dann fülle ich das weiter auf. Gut, jetzt haben wir das ganze Gemisch hier eingebracht. Ja, es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein, dann muss ich dann noch mal schauen. Ja, was gehört jetzt noch dazu? Jetzt habe ich hier noch Blätter, ein bisschen Bambus, ja, ein paar Eichenblätter, dann noch ein Rest von den Korkröhren, das Ganze in der Mikrowelle desinfiziert. Hier noch ein paar Korkröhrenteile. Ja, die werde ich jetzt alle hier mit reinschmeißen und verbuddeln. Dann haben hinterher die Bodenpolizisten ein bisschen was zu fressen. Ja, haben wir das heute auch geschafft. Ivan, was haben wir hier heute alles gemacht? Wir haben Haufen. Also, ja, wir haben den Bodengrund reingemacht, die ganzen Platten und die Belüftung eingebaut, die Platten. Ja. Ja, den ganzen Bodenaufbau, das habt ihr ja gesehen. Die Belüftung, ja, ich dachte, ich könnte es eben filmen. Ist natürlich jetzt nicht so ein riesen Luftstrom, aber man sieht es an der Temperatur. Also ich werde euch da auf den Laufenden halten. Da werde ich vielleicht irgendwie noch mal ein Video zu machen. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, warum haben wir das so gemacht? Im Prinzip hat das zwei Vorteile. Einmal, wenn wirklich zu viel Staunässe da unten ist, dann geht die quasi durch die letzte Drainageschicht, sammelt sich unten und unser Ventilator, der fischt oben die heiße Luft weg. Die trockene geht runter, nimmt das auf und bringt es wieder nach oben. Ja, wirkt ein bisschen dem Schimmel hoffentlich entgegen und der Staunässe, das soll so der Plan sein. Ja, und wie gesagt, halt ein Recycle. Ich habe die heiße, trockene Luft da oben. Ich bringe sie hier runter und es wird die Luftfeuchtigkeit anheben. Ja, hier mal so ein kleiner Spoiler. Hier habe ich jetzt schon mal die eine Korkrinde eingebaut. Ganz lustig. Und einen Höhleneingang da oben. Das. Ja, jetzt fehlt nur noch die Bodenpolizei. Die kommt hier natürlich rein. Ich werde noch ein paar Regenwürmer reinwerfen. Ja, das alles ein bisschen hin und her probieren. Dann natürlich die ganzen Pflanzen einpflanzen, dekorieren. Ja, aber das wird ein nächstes Video sein. Ja, ich denke mal, das war's für heute. Oder Ivi? Ja. Der hat vor lauter Arbeit, muss er erstmal was trinken. Ja. Und ich bin... Ja, komm mal her. Ja, mal her. Ich komme. Ja, er steht da. Ja, und wie immer, unser kleiner Appell. Wenn euch das Ganze hier gefällt... Ja, und ich bin ein bisschen erkältet und wenn ihr Mitleid habt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Genau, ein Mitleid-Abo und ein Mitleid-Like. Like. Mitleid-Like, genau. Wie gesagt, und
wer nicht so genau weiß, was wir bis jetzt gemacht haben, hier oben ist nochmal die Playlist, da könnt ihr euch alles angucken von A bis Z. Und irgendwann ist das Ding fertig. Ja, und dann haben wir es irgendwann geschafft. Gut, das nächste Video wird, wie gesagt, dekorieren, wahrscheinlich bepflanzen. Jawohl, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.